Bomben explodieren in diesem dunkelgrauen Raum. Ihr Muster strahlt so laut aus jeder Ecke. Ich werde vermutlich davon taub. Und immer wieder schreit es nur, du musst da langsam raus. Ist zwar äußerlich ein bunter Farbverlauf, doch sein Untergrund ist grau. Dieser Umstand warnt mich auch, dass man dieser Mischung besser selbst in 100 Jahren nicht traut. Doch Gegensätze ziehen sich an und wir uns unerwartet aus. Ist wie das letzte bisschen Leben in der Asche. Wie in der Dürre etwas Regen zu erhaschen ist wie. Wir beide dürfen uns nicht sehen, wir sollten's lassen. Und das Rettungsseil nur 5 Minuten später wieder kappen. Ich lausche melancholischen Klängen. In meinem Kopf spielt eine große Kapelle, gerade Happy von Pharrell. Das letzte Treffen ging so schnell, dass es das letzte ist, bleibt letztlich ein Versprechen, das nicht hält. Und Farben explodieren in diesem Raum und so kaschieren sie jedes Grau. Alles, was hier bereits verfault, erfährt den Frühling noch einmal. So langsam Mühlen oftmals malen, gewinnen die Flügel doch an Fahrt, wenn das Gefühl sich offenbart und so verziehen sich Wolken. Ich will, was dahinter steckt, akribisch deuten. Vielleicht die reine Wirklichkeit, vielleicht luzide Träume. Meine Sicht ist wohl die meiste Zeit getrübt, doch die vermeintlich gerade treffendste Umschreibung des Gefühls ist bittersüß. Alles momentan schmeckt so uneindeutig, ich glaub es ist bittersüß. Wir wählen was belebt, garniert mit einer schönen Prise Negativität, es schmeckt bittersüß. Alles momentan schmeckt so uneindeutig, ich glaub es ist bittersüß. Es ist bittersüß. Ich sitze zufrieden, inmitten von Ruinen. Gebäude stolz geschaffen, aber nicht darin geblieben. Ich sollte aus den Flammen eigentlich mittlerweile fliehen, anstatt darin im Angesicht der Hitze zu erfrieren. Alles ist verschleiert und doch deutlich in der Freiheit, die umzäunt ist, wenn wir beide uns erleuchten. Die Anziehung wahrscheinlich nicht zu leugnen, ersetzt alt durch etwas Neues, trotz der Teile, die sich sträuben. Durchzieht der Duft von Sommerregen die Luft? Oder süßlicher Verwesungsgeruch? Verläuft der Weg zu einer vernebelten Schlucht. Und wenn er aufklärt, wandelt sich der Garten Eden zur Gruft. Alle Möglichkeiten offen, lediglich der Weg zur klaren Lösung ist verschlossen. Ein Abgrund bricht sich Bahn und seine Schönheit macht betroffen. Und jeder Blick hinein scheint etwas Höheres zu kosten. Und du bemalst die tausend Wände, lässt den Tag nicht grau beenden. Ohne Farbe drauf zu sprenkeln, malst ihn schwarz-weiß-blau-magenta. Ein Pinselstrich beginnt geschwind die Wahrnehmung zu ändern. Ausgestrahlt auf allen Sendern, auf denen ich gerade empfänglich bin. Ich hoffe nur, sie endet nicht, so sehr wir auch vergänglich sind. Klar, dass ein Wort wahrscheinlich nicht genügt, doch die vermeintlich gerade treffendste Umschreibung des Gefühls ist bittersüß. Alles momentan schmeckt so uneindeutig, ich glaub, es ist bittersüß. Wir wählen, was belebt, garniert mit einer schönen Prise Negativität, es schmeckt bittersüß. Alles momentan schmeckt so uneindeutig, ich glaub, es ist bittersüß. Yeah, es ist bittersüß.